Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson und Regisseur Chris Columbus und weitere Stars der achteiligen Reihe wollen das Jubiläum mit der Spezialsendung Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts feiern, teilt der US-Streamingdienst HBO Max am Dienstag mit. Der Rückblick mit Interviews, Talkrunden und Szenen von den Dreharbeiten sollen am 1. Jänner Premiere feiern. Mit dabei sind unter anderem auch Schauspielgrößen wie Helena Bonham Carter, Imelda Staunton, Robbie Coltrane und Ralph Fiennes und Gary Oldman. Der erste Harry Potter-Film um den berühmten Zauberschüler nach dem Roman der britischen Schriftstellerin J.K. Rowling feiert im November 2001 in London seine Weltpremiere. Der damals 12-jährige Daniel Radcliffe spielte die Titelrolle, neben Emma Watson als Hermine Granger und Rupert Grint als Ron Weasley.